Verbiete alles Glücksspiel, zum Beispiel. Denn es führt zu Konflikten, nicht zu Freundschaft. In der Schlacht zu fliehen ist auch verboten. Und alle Männer müssen ihre Waffen und Entermesser jederzeit sauber und einsatzbereit halten. Vernünftig. Jede Missachtung wird mit dem Tod bestraft. Ein Schritt weiter, als ich gehen würde. Da laus mich der Affe. Wunderschön, nicht wahr? Ei. Wie etwas aus einem Märchen oder aus den alten Liedern. Es gab einst viele Geschichten über diesen Ort. Aus ihnen wurde Hörensagen und daraus wurden Legenden. Der unvermeidbare Weg der Wahrheit zur Fiktion, bis sie schließlich vollkommen verblasst. Noch mehr Blut? Ja. Diese Würfel enthalten das Blut eines längst vergangenen Volkes. Eines großen Volkes zu seiner Zeit. Je mehr du redest, Mann, desto weniger verstehe ich. Das erwarte ich auch nicht. Nur eins musst du dir merken. Das Blut in diesen Gefäßen ist für niemanden auch nur einen einzigen Real wert. Vielleicht eines Tages wieder. Aber nicht in dieser Epoche. Da wären wir. Stell die Truhe dort ab. Was ist das denn? Ah ja, eine Vorsichtsmaßnahme. Einen Moment. So viel dazu. Was ist das für eine Art? Stell es dir als eine Art großes Fernrohr vor, wie Seeleute es tragen. Ein Apparat, mit dem man sehr weit sehen kann. Das ist verfluchte Hexerei. Nein, das ist Mr. Jack Rackham. In diesem Moment irgendwo in der Welt. Nassau. Das passiert in diesem Moment? Wir sehen durch seine Augen? Ei. Ich weiß nicht, Jim. Ich habe keinerlei Ahnung, wie man ein Schiff steuert. Sowas lernt man als Frau nicht. Ach, ich kenne haufenweise Ladies, die ein Segel reffen und Anker lichten können. Und du bringst mir das Kämpfen bei? Mit dem Säbel, ja? Und auch, wie man schießt? All das und mehr. Aber du musst es wollen und daran arbeiten. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ei, Junge, du pendelst da mit meinem Mädel an. Finger weg, sonst setzt es was. Du kannst mich mal, Rackham. Und wage es ja nicht, mich Junge zu nennen. Oh, ist das so? Junge? Ein komischer Haufen. Noch ein Versuch. Governor Woods Rogers. Eine gewagte Idee. Das muss ich mir noch gut überlegen. Ein einfacher Treuebeweis ist alles, was ihr dem Unterhaus vorschlagen müsst. Ein Eid, eine Geste und ein zeremonieller Blutstropfen aus einem jeder Finger. Das war's. Die Minister machen vielleicht Ärger. Doch es sollte ein leichtes sein, das Oberhaus zu überzeugen. Die sind überaus erpicht auf pompöse Rituale. So ist es. Sagt, es sei ein Beweis ihrer Lehnstreue zum König gegen die aufständischen Jakobiner. Ja, das ist gut. Ah, diese Templer. Das Wichtigste dabei ist das Blut. Ihr müsst jedem Mann etwas abnehmen. Ich will bereit sein, wenn wir das Observatorium finden. Allerdings. Ein kostbares Instrument, nicht?
Hexerei und nichts anderes. Nicht doch! Jeder Mechanismus, der dem Gerät sein Licht spendet, ist ein echt leibhaftiges Ding. Uralt, ja. Aber nicht übernatürlich oder verhext. Wir werden die Herrscher der Weltmeere. Oh, diese Ambition. Mein Kodex sagt nichts über Loyalität, junger Mann. Du hast gut mitgespielt. Doch unsere Partnerschaft ist vorbei. Du bist ein toter Mann, Robert.
Robert! Oh, ist deine Jackdaw entflogen, Edward? Hm, das ist das Schöne an der Demokratie. Die Masse überstimmt den einen. Ei, du könntest mit mir segeln, doch bei deinem hitzigen Temperament verbrennen wir uns alle noch die Finger. Doch zum Glück ist des Königs Kopfgeld für dich ausgesprochen hoch und ich werde es kassieren. Hast du je einen jamaikanischen Kerker von dir gesehen, Mann? Hast du? Ihre Unruhe geht bald vorbei. Das liegt am Miederzulam. Das alles tut mir sehr leid. Aber es gab so viele Sicherheitsverstöße, dass wir drastisch durchgreifen mussten. Und Olivier wird vermisst. Er fuhr vor 2 Tagen nach Chicago, aber niemand weiß, wo er ist. Ich weiß, es scheint übertrieben, aber bei unserer hohen Sicherheitsfreigabe sind wir unseren Aktionären gegenüber verpflichtet. Ich verspreche, wir entschädigen Sie, wenn der Hacker gefasst ist. Entspannen Sie sich, okay? Und wenn Ihnen danach ist, sammeln Sie weiteres Material. Ihre Arbeit ist hervorragend. Sie werden staunen, was wir aus Ihrem Material gemacht haben. Bis dahin. Du bist im Bunker gelandet. Nett. Diese Templer da oben überlassen nichts dem Zufall. Ich schätze, wir müssen alle Spuren verwischen, die du hinterlassen hast. Hast du das gehört? Ich glaube, ich habe dir gerade Sicherheitsfreigabestufe 3 verpasst. Jetzt geh rüber zum Security-Raum und beobachte die Tür zur Serverfarm mit den Kameras. Leider ist Melanie gerade da drin und sobald ich sie rausbegleite, kannst du ungeniert loslegen. Ich würde die Server ja selbst löschen, aber als Chef der IT wäre ich Hauptverdächtiger. Es muss jemand sein, den sie bereits eingesperrt haben. Ah, diese Templer. Sie steuern unsere Leben, weißt du? Sie entscheiden Wahlen, kontrollieren diverse Kapitalmärkte und pflanzen uns winzige Mikrochips ein, damit sie wissen, wo wir sind und was wir denken. Sehr beängstigend. Eingesperrt bist, ja? Es ist kein guter Plan, nach oben zu gehen. Also gut, hör zu, ich betrete jetzt den Serverraum. Wenn wir den Raum wieder verlassen, gehst du rein.
Selbst hier runterkommen, Miss LeMay. Mein Team wird diese Untersuchung durchführen. Aber Sie können doch jede Hilfe gebrauchen, John. Wir wissen nicht mal, wann die Hacker einbrachen. Das kann einige Wochen dauern. Eine, höchstens. Trotzdem zu lang. Ich kann mein Team nicht eine Woche einsperren. Rechtlich gesehen schon. So steht es in den Verträgen, auch wenn viele sie nicht lesen. Ja, natürlich, aber mir gefällt das nicht. Also, wie geht's weiter? Mein Team bereitet gerade die Daten vor. Heute Nacht beginnt die Analyse. Ehrenwort. Kaffee geht auf mich, okay? Einzelnen deiner Hacks protokolliert habe, suchen wir nur nach den Zeitstempeln darauf und tauschen die Daten gegen etwas Harmloses. Ist ganz einfach. Tada, da wären wir. Wunderbar. Ich aktualisiere deinen Kommunikator mal wieder. Ich habe ein kleines Programm geschrieben, genau für diesen Zweck. Na also, das hat wohl geklappt. Probier es aus. Zu Beginn des tödlichen 18. Jahrhunderts. Mörder und Matrosen verbünden sich und leben nach dem Gesetz des Schwertes. Ohne Regeln oder Moral. Ohne Gott und ohne Furcht. Es gibt nur Verrat, Meuterei, Grausamkeit und Ausschweifungen. An goldenen Stränden wartet reiche Beute. Riskieren Sie Ihr Leben und Ihre Seele, um diese Piraten zu bekämpfen. Benjamin Hornigold, Calico Jack, Charles Vane und Blackbeard. Thank you.
23. Dezember 2012. Bericht von Recovery Unit Teamleiter Fisher Case. Ich kann dich fühlen, Cipher. Fühlen, aber kaum berühren. Das Signal ist zu schwach und ich bin zerstreut. Unkonzentriert, ein Rauschen im Nebel. Schwebe in Netzwerken und Knoten, dem Nervensystem dieser Welt. Hast du sie? Vielleicht wurde der Tempel zu früh geöffnet. Doch wir hatten keine Wahl. Die Katastrophe übertönte alle Zweifel. Oh. Wir segnen den Armen dessen. Er gab sein Leben, damit ihr, die Kinder unserer Mühlen, leben könnt. Um euer Ziel in unserem zu erfüllen. In meinem. Doch noch ist es zu früh. Meine Kräfte reichen nicht, um ein lebendes Wesen zu bewohnen. Es ist noch viel zu tun. Mehr Proben zu entnehmen. Mehr Artefakte zu finden, bevor mein Wille Wirklichkeit wird. Was ist da los? Sag schon! Vervollständigt mich meine Kinder. Meine Instrumente. Holt mich hervor und erfüllt euren Zweck. Sag schon! Nein, nein, nein! Hier stimmt was nicht! Verflucht nochmal! Sie sollte da sein! Jetzt! In deinem gottverdammten Schädel! Fuck, 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 fuck! Warum hat sie dich verschont? Warum bist du noch da? Die Anklagen, Sir. Verliest sie erneut. Milord, das königliche Gericht beschuldigt die Angeklagten, Mary Read und Anne Bonnie, seeräuberisch, verbrecherisch und auf böswillige Art Angriffe und Überfälle auf 7 Fischerboote verübt zu haben. Zweitens, das Gericht legt den Angeklagten zur Last, auf hoher See 2 Handelsschiffe verfolgt, beschossen und gekapert zu haben. Kapitäne und Mannschaftsgrade wurden dadurch in Todesangst versetzt. Edward James Kenway, geboren aus einer Mischehe in Swansea, Vater Engländer und Mutter aus Wales. Mit 18 verheiratet mit Caroline Scott, inzwischen getrennt. Eine bildhübsche Frau, wie ich höre, aber nicht wohl auf dieser Tage. Wenn ihr sie anrührt, ihr Bastarde, ich. Es überrascht mich, dich hier zu finden, verwahrlost in einem jamaikanischen Loch. Man erzählt sich, du hättest dich mit dem Piraten Roberts eingelassen. Wenn du weißt, wo das Observatorium ist, sag es uns und wir holen dich unverzüglich hier raus. Rogers kann diese britische Nunde eine Weile zurückhalten. Doch kooperierst du nicht, wird das dein Ende sein. Ihr Mary Read und Anne Bonnie, geht demzufolge dorthin zurück, wo ihr herkamet. Und von dort dann zum Auto eurer Hinrichtung, wo ihr dann einzeln gehängt werden sollet. Bis ihr kommet zum Tod. Tod! Tod! Oh, Rotz! Möge Gott in seiner endlosen Gnade sich eurer Seelen gnädig erweisen! Wir sind schwanger!
Habt ihr das alle gehört? Zum Teufel, was sagt sie da? Sie plädieren auf ihre Bäuche, Milord. Ei, aber ihr dürft doch keine schwangere Frau hängen, oder? Ruhe! Ruhe! Wenn ihr die Wahrheit sagt, wird eure Hinrichtung ausgesetzt, jedoch nur, bis ihr ausgetragen habt. Dann lasse ich mich wieder schwängern, wenn ihr das nächste Mal anklopft. Entfernt sie! Wie ist dein Name? Lump? Kenmore? Conway? Er heißt Walpole, oder? Walpole? Wie kommst du darauf? Das erzählt man sich eben. Der dümmste und dreckigste Pirat, der je in der Karibik kreuzte. Na, wie auch heißen mag. Du sollst ihn leiden lassen, ohne dass er stirbt. Befehl vom Gouverneur. Und bei Dämmerung zurück in den Kerker. Und ihm die Füße massieren, wenn sie wehtun, ja? Himmel. Was für eine schmutzige Aufgabe. Warum töten die ihn nicht? Seit Monaten keine gute Hinrichtung mehr. Nicht Sir Drakeham. Ha, wer weiß, was die sich dabei denken. Ich hab gehört, vor einem Jahr hätten sie Captain Vane geschnappt. Und der hat auch noch kein Seil gesehen. Ich begreife das nicht. Manche hängen sie nur Tage nach der Ergreifung. Andere müssen warten. Hoi! Guten Morgen, Captain Kenway. Ich habe ein Geschenk für euch. Ihr dürft mein Kommen nicht missverstehen. Ich kam nur wegen Anne und Mary und ihr schuldet mir nichts dafür. Doch wenn ihr bereit seid zu helfen, verspreche ich euch sicheres Geleit von hier. Ich brauche Waffen. Ihr wisst, wie man damit umgeht, sagte man mir. Beeilen wir uns.